Köln-Ossendorf. Um 12 Uhr fährt Abschlepper Michael Schneider in seine Schicht. Nur wenige Minuten später meldet sich die Zentrale. Ja, für die 106. Die 106 hört, komm. Der Falschparker im Auftrag der Stadt Köln, innerhalb von Ahrenstraße, Ecke Venloer Straße. Ja, die 106 hat verstanden. Falschparker, innere Ecke, Venloer, bin unterwegs. Jetzt haben wir wieder einen Auftrag vom Ordnungsamt bekommen für einen Falschparker in der Innenstadt. Und fahren wir jetzt mal schnell hin. Dann werden wir sehen, was uns vor Ort erwartet. Der Falschparker steht 7 Kilometer entfernt an einer der meistbefahrenen Straßen Kölns. Jetzt sind wir hier auf der inneren Kanalstraße, sind gleich bei unserem Kunden da. Hier ist auch immer noch sehr viel Verkehr, trotz der Mittagszeit. Und das ist eine sehr große Kreuzung, da müssen wir jetzt mal gucken vor Ort, auf welcher Ecke denn unsere Hilfe benötigt wird. Ja, den ganzen Gehweg jetzt blockiert. Gleichzeitig auch noch einen Stromkasten. Wir dürfen dann auch mal ausnahmsweise den Gehweg befahren, der ja dafür eigentlich nicht ausgelegt ist. Und da muss man schon vorsichtig aufpassen, dass man nichts kaputt macht auch. Vor Ort wartet ein Mitarbeiter des Kölner Ordnungsamtes auf Michael Schneider. Ich habe mich jetzt mit meinem LKW mitten auch auf den Gehweg gestellt. Jetzt haben wir den Gehweg quasi ganz zugemacht, um alles zu blockieren. Aber von der Straße aus kommen wir nicht mehr bis an den PKW dran mit dem Kran. Da müssen wir dann auch schon mal den Gehweg befahren. Nur 4 Minuten braucht Michael Schneider zum Aufladen. Ja, der steht hier vor einem Wohnhaus. Vielleicht hat er mal eben nur hier abgeparkt, um in ein Wohnhaus zu gehen. Mal eben schnell nur, aber wir waren in dem Fall schneller wie er. Ja, die haben Kotflügel einen starken Schaden. Der ist unten an der Türe auch. Sowas wird in der Regel fotografiert und protokolliert. Parkverhalten könnte auf jeden Fall zum Fahrzeug passen. So, nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Ich stelle mich mal eben hier hin. Also, das ist schon hier parken, das ist schon kackendreist. Das ist, ich hör schon mehr zu. Sauer macht mich sowas nicht. Ich hab halt kein Verständnis für so Leute, die dann so bescheiden parken. Ne? Weil eigentlich, wenn man möchte, kriegt man immer einen Parkplatz. Oder man muss halt mal für seinen Parkplatz im Parkhaus zahlen. Ne? Eigentlich haben wir immer, weil jeder Kunde, jede Situation ist ja anders. Es ist ja keiner gleich, kein Auto steht gleich. Und dass man so durch einen Grünstreifen fährt oder Gehwege befährt, das kommt eher ganz, ganz selten vor. In einer Schicht schleppt Michael Schneider bis zu 8 Autos ab. So, wir sind auf die Firma zurück und stellen den in die Reihe von den ganzen anderen schönen Autos, die wir heute geholt haben, die Kollegen. Ja, dann haben wir den Übeltäter mal ab. Dann sind wir gleich schon wieder einsatzbereit für die nächsten Schandtaten. Der Wagen muss später vor Ort ausgelöst werden. Und das geht nur gegen Vorkasse. Der Abschlepppreis ist, auch wenn er jetzt hier am Gehweg geparkt hat, derselbe, sind 140 Euro circa Abschleppkosten. Plus halt die Unterstellung, je nachdem, wie lange der bei uns am Hof jetzt hier verweilt. Für jeden abgeschleppten Wagen erhält Michael Schneider einen Bonus auf sein Grundgehalt. Die Zentrale meldet sich erneut. 106 hört, komm. Den Falschparker im Auftrag der Stadt Köln, Gartenstraße, Ecke Flora Straße. Ja, die 106 hat verstanden. Falschparker, Gartenecke Flora. Bin unterwegs. So, jetzt haben wir den nächsten Auftrag gerade erhalten. Jetzt geht's Na, Nippes rüber, Nil die Ecke, in der Nähe vom Kölner Zoo. Da hat einer falsch geparkt.
schauen wir mal, was uns da erwartet. Bis dorthin sind es 9 Kilometer. Warum stehen wir denn jetzt bis hier hin und keiner ist gefahren? Ja. Wieder einer an der roten Ampel einen Tagtraum geträumt und wir stehen jetzt hier hinten an und konnten nicht fahren. Nach 17 Minuten ist Michael Schneider fast am Ziel. Oh, links abbiegen und dann sind wir schon gleich bei unserem Kunden. Wir haben hier wieder eine schöne, enge Straße, wo die Leute immer auch ein bisschen versetzt parken oder auch nicht parken können. Einem kleinen Auto in einer großen Lücke. So, wenn die jetzt steht, dann fahren wir einfach mal dran vorbei. Auch wenn da jetzt nicht viel Platz war, es hat für uns gereicht. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes wartet bereits vor Ort. So, vorne links sind wir auch schon gleich da. Mal sehen, was der Gute für uns hat. Schwarze? Ja. Ist wieder Kurvenbereich mit Sichtbehinderung. Und dafür kommt er weg. Jetzt müssen wir kurz einen Augenblick warten. Aber wir stellen uns einfach quer jetzt hier hinter. Und dann holen wir uns den so. Moin erstmal. Alles gut? Der Falschparker steht gegenüber einer Kindertagesstätte. So, jetzt haben wir hier wieder wie eben. Eine steht hier im Kurvenbereich. Da würde beim Überqueren wieder die Kinderwagen halt zu spät gesehen werden. Ne? Darum mit Sichtbehinderung, der steht jetzt ziemlich weit rein. Und da müssen wir uns schnell aufladen, aber auch wieder wegkommen hier. Und wir blockieren gerade die ganze Kreuzung. Und jetzt geht hier gerade nichts vor, nichts zurück mit uns. Also ein Parkverhalten, das ist schon ja, dreist, aber manche achten auch einfach gar nicht drauf, weil sie gesehen haben, dass hier so ein bisschen Platz ist. Abbiegen, ja, um die Kurve kommt man noch. Nur halt, man versperrt halt die ganze Sicht für Fußgänger, die die Straße queren wollen. Durch das Anheben jetzt, durch das Wackeln, kann schon mal passieren, dass die Alarmanlage losgeht. Damit sollen die Leute ja eigentlich gewarnt werden, dass irgendwas ist. Also Stress mehr haben wir keinen dadurch. Es ist halt nur laut, das ist halt nervig, so eine Alarmanlage. Der Rote drüben jetzt, kann sein, dass der im Nachgang noch wegkommt. Weil der Kollege, der kann ja auch immer nur ein Auto bearbeiten und um sich um eins kümmern, wenn die Leute kommen sollten. Ne? Die Alarmanlage schaltet sich wieder ab. Michael Schneider erhält einen neuen Auftrag. So, jetzt haben wir uns einen Zettel geholt. Jetzt fahren wir schnell auf Seite. Weil da kommt der. Jetzt kommt der Nächste, der möchte auch hier raus. Nach 5 Minuten macht Michael Schneider die Kreuzung wieder frei. Nach weiteren 15 ist er am Ziel. Da sind wir wieder auf dem Firmengelände gleich. Und dann bringen wir den Gutsten mal in die Reihen der anderen Falschparker. Sein Falschparker ist heute der lauteste. Ja, du hast es immer mal wieder im Spiegel gesehen, dass die Alarmanlage so wie jetzt wieder angeht. Aber vorne selber im Führerhaus hörst du davon nichts. Ja, ob der jetzt Alarmanlage oder nicht, die Preise sind ja vorgeschrieben und das kostet immer das Gleiche. Wir liegen ja auch wieder bei ca. 140 Euro Abschleppkosten. Die Jungs sind alle gut unterwegs, wir haben viel zu tun und der Hof füllt sich zum Mittag hin, das ist schön. So, Auto mal abgeladen, wir haben unser Auto wieder einsatzbereit. Schreiben schnell noch die Papiere und können dann zum nächsten Auftrag durchstarten.
Zwei Stunden vor Schichtende macht sich Michael Schneider erneut bereit für den nächsten Falschparker in der Kölner Innenstadt.